Fehler im Snapshot. Das wäre so natürlich so die letzte Vermutung, dass alle meine Bemühungen hier umsonst sind. Zack, zack, zack. So. Jetzt haben wir das schon mal wieder alles ordentlich. So, jetzt ist die Frage, haben wir noch genug Bücher? 6. Ich glaube, wir brauchen 7. Nee, 6 passt. Ich glaube, wir haben zu wenig Redstone hier. Atmung. Schlag 1. Schlag 1. Eine Angelverzauberung. Plünderung 2. Und Haltbarkeit. Da war jetzt aber wirklich nur Dreck dabei. Ganz ehrlich, wie lange soll ich denn bitte verzaubern, um Behutsamkeit zu kriegen? Und dann hat man's, verzaubert es und nach 1000 Schlägen ist die Sache wieder vorbei. Das lohnt sich doch eigentlich hinten und vorne nicht bei der Menge an Büchern, die wir schon verzaubert haben. Seltsam. Ich würde gerne mal wissen, wie sich Mojang das wirklich vorgestellt hat, oder wollen sie einfach nicht, dass wir Behutsamkeit kriegen? Ich meine, wir haben eine blöde Schaufel mit Behutsamkeit drauf, nur was bringt uns eine Schaufel mit Behutsamkeit? Okay, wir könnten mal wieder ein paar Grasblöcke abbauen. Oh oh. Seht ihr das, was ich sehe? Da haben wir auf irgendeiner Etage einen Glasblock vergessen. Den möchte ich dann jetzt doch noch schnell ergänzen, bevor wir heute Schicht machen. Jetzt sieht man doch da. So. Aufräume, dann richtig. Was mache ich mit den ganzen Federn? Irgendwann brauche ich ein eigenes Lager für Federn. Und Pfeile möchte ich nicht herstellen, also die droppen da doch besser. So. Etage. Na, die vierte. Parterre zählt ja nicht. So, 0.
Eins. Zwei. Drei. Vier. Hier müsste das sein. Nö, vielleicht eine höher. Alles dicht. Oder war ich schon eine zu hoch? Kann eigentlich auch nicht sein. Ah, das habe ich doch genau gesehen, dass da irgendwo einer fehlt. Vielleicht doch einen zu hoch. Dann gehen wir mal runter wieder. Kostet das Rumlaufen hier alleine schon immer Nahrung. So. Das wäre dann hier. Sag mal, bin ich jetzt. Ah nee, doch, doch, doch. Hier war es. Guckt. So. Loch gefunden. Jetzt sind wir aber auch fertig für heute. Mit dieser überaus interessanten und vom Pech verfolgten Aufnahme. Kann nur besser werden. Bis dann. Tschüss.
Leute, das tut mir leid. Ich hatte tatsächlich das Headset vergessen anzumachen. Dabei hatte ich schon eine Testaufnahme. Also mir tut es jetzt richtig derbe leid. Jetzt habt ihr 3 Minuten ohne Sound hier, ohne mein Gelaber. Und dabei hatte ich mich das so schön vorgestellt mit Hallo, da bin ich wieder und habe erzählt, was wir machen, dass wir heute hier gucken, dass wir weiterkommen, die Dächer fertig kriegen. Ja. Das habt ihr jetzt alles nicht mitbekommen. So ein Scheiß aber auch. Naja, es war nichts Wichtiges dabei. Von daher geht das noch so gerade eben durch. Hier sollten wir vielleicht anfangen. Ja, die Pfeile können wir uns vielleicht noch holen. Und heute auch mal wieder ohne zu sterben. Das wäre ganz toll. Eigentlich ist das jetzt fast schon wieder so, als würden wir eine Pyramide bauen. So. Nehmen wir schnell noch mit. Tut ja nicht weh, es mitzunehmen, auch wenn wir es nicht brauchen. Hier noch, da noch und blub. Dach 1 fertig. Ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, wir gehen hier hin und machen hier das Gleiche. Was da gut geklappt hat, wird auch hier gut klappen. Wir haben keinen Dreck dabei, so ein Dreck. Und zur Not geht's auch ohne Dreck. So, dann hier rum. Dicht machen. Machen wir hier mal schnell die Lücke noch zu. Ja, dann wollen wir mal das Gleiche nochmal in Grün. Hier kann man recht gut ansetzen. Ich habe jetzt auch keinen Dreck hier zum Füllen dabei. Wieso habe ich den Dreck vergessen? Geh doch jetzt nicht wegen ein paar Dreckblöcken wieder nach unten. Dann machen wir da einfach Holz rein. So arm sind wir dann ja doch nicht. Bloß nicht runterfallen.
die erste Runde schon geschafft. Das ist ja immer so die schwerste, wo man so direkt überall in der Luft bauen muss. Die anderen gehen ja dann. Aber jetzt habe ich davon auch so wenig. Dann setzt du einfach eine Fackel rein und gut ist. So. Wird schon reichen. So groß ist die Lücke da ja nicht, als dass da jetzt groß was spawnen könnte. Ich glaube, ich hätte etwas mehr Holz mitschleppen sollen. Weit wir mit einem Inventar eh kommen. Sind da jetzt schon wieder 2 Stacks raus? Gleich 3. Wir waren mal voll. Ne, 4. 4 schon. Ja, das hatte ich ja gesagt. Das Gebäude hier, das frisst richtig Rohstoffe. Wir bauen ja auch relativ massiv. Also, ich denke mal, man könnte hier und da durchaus Steine einsparen. Und es würde sich optisch nicht viel ändern. Vielleicht die Zwischendecke könnte man zum Beispiel sparen. Aber warum sollen wir auch Sparflamme fahren? So, runter. Schlafen. So, da ich jetzt gerade die Texture Packs wieder drin habe, machen wir heute mal zur Abwechslung kein Glas. Dafür machen wir beim nächsten Mal dann 2 Ebenen. Dann gleicht sich das aus. Ja, auch noch die Treppe angedeutet werden. Ach ja, die Halbsteine. Können ja auch schon mal rein. So, das hatten wir. Ist meine externe Festplatte heute laut? Oder vielleicht bin ich einfach auch nur zu leise? Hier könnte man natürlich Blöcke sparen, dort in der Ecke. Das würde gar nicht auffallen. Aber es tut auch mal gut, irgendwas vernünftig fertig zu bauen. Nächste Ebene. Eine schaffen wir danach noch. Dann geht uns das Holz aus.
wahrscheinlich auch alles andere. Na gut, wenn wir jetzt heute keine Wahl mehr haben, weil wir jetzt noch warten müssen, dass im Ofen die letzten Popcornblöcke brennen, dann würde ich schon sagen, fangen wir so ein bisschen mit Glas an. Denn rumstehen und warten, dass Blöcke gebrannt sind, ist natürlich auch doof irgendwie. Was eine beeindruckende Höhe das Ding jetzt schon erreicht hat. Dann noch 6 Ebenen drauf. Ja, dann kommen wir relativ nah an der Höhenbegrenzung dran. Dann haben wir ein wirklich großes Gebäude bis knapp unter Maximum gebaut. Doch an sich nicht schlecht. Und ich habe heute schon positive Kommentare gelesen. Das freut mich auch. Von Twang. Schöne Grüße an dich. Dass es doch toll ist, dass ich hier doch recht abwechslungsreich arbeite. Dann mal wieder in die Minen muss, etc. Ja, freut mich, wenn es gefällt. Ich tue wie immer hier mein Bestes. Noch eine geht nicht. Mein Gott, ist das heute schon wieder ein Sturm da draußen. Letzte Woche war so schönes Wetter. Da saß ich schon bei der Mutter im Garten, schön gemütlich. Und jetzt schon wieder so ein Dreck. So, über die Farbe hier für den Boden machen wir uns Gedanken. Wenn wir nichts mehr brennen müssen für die Dächer. Das ist so jetzt mein Primärziel, dass wir das fertig kriegen. So. War hier aber... Hä? Da keine Treppe? Doch, hier war eine Treppe. Gut. Okay. Bäh. Fertig. Na, das kriegen wir so gerade noch hin, davon ein paar Blöcke zu machen. Wie sieht denn das jetzt von innen aus? Sehr düster. Vielleicht in der Mitte doch einen Glasblock reinsetzen. Ich meine, das tut jetzt nicht weh und wir hätten da oben so zumindest etwas Licht drin. Oder halt, wir setzen da oben in der Mitte des Holzes einen Glowstone rein. Also eins von beiden würde ich jetzt empfehlen. Gut, dann hätten wir keine Spitze mehr, wenn ein Glasblock drin ist. Also präferiere ich eigentlich jetzt gerade so den Glowstone für mich. So. Zwei frei. So, 1, 2, 3. Die Runde kann man ja auch schon ohne Holz machen. Thank you.
Von hier oben könnte man prima Kopfsprung ins Becken machen. Dann kann man hier schon mal die 2 reintun. Also nehmen wir nächste Runde Glowstones mit. Wäre eine Idee. Es sind ja nicht viele, das sind 4 Glowstones, die wir dann jetzt noch zusätzlich verbauen. Das ist ja nun wirklich nicht die Welt. Verdammt. Das war es dann auch schon mit Andasit hier. Das war es auch generell mit Andasit. So, jetzt haben wir hier noch ordentlich was über. Steine rausmachen, dann kriegen wir die Stellen da auch noch fertig. Dann machen wir da drüben noch den äußeren Bogen und dann gucken wir mal, was im Lager noch so alles liegt, dass wir dann weiterkommen. Das mal nur so 48, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Wird wahrscheinlich auf eh mehr hinauslaufen. Man kann ja hier auch gleich anfangen. So. Wand 1, 2, 3. Wirklich nur 2 dort? War das wirklich nur so wenig? Mal auf der gegenüberliegenden Seite gucken, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da nur 2 waren. Ach nee, stimmt, der hintere ist ja ein bisschen kürzer geraten. Genau. Okay, dann passt es. Neun, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 16. Da noch ein Stein. Kann ich den noch hier? Kann ich irgendwo noch Halbsteine setzen? Ne, ich glaube, mit den Halbsteinen sind wir hier durch, so ziemlich. Ne, da vorne waren wir. Das heißt, auch beim nächsten Mal brauche ich keine Halbsteine mitschleppen. Mm.
Immer das Gleiche. So. Eins, zwei, drei. Haben wir auch möglichst viel aus unserem Inventar rausgehauen. Mehr ist gerade nicht drin. So, dann wollen wir mal Nachschub holen. Ich kriege immer dabei einen kleinen Herzinfarkt, wenn ich das mache. Aber es ist nun mal der schnellste Weg. Ich meine, die ganzen Treppen laufen, das dauert ja ewig. Was hatte ich gesagt? Euch brauche ich erstmal nicht. Euch brauche ich. Da erhöhe ich sogar auf den Stack. Ihr könnt weg. Ihr könnt erstmal hier rein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Davon könnte ich ein paar mehr gebrauchen. Hier nehme ich dieses Mal auch 3 Stacks mit. Davon haben wir jetzt nicht mehr so viel. So, zwei Öfen sind jetzt noch über. Fertig. Ja, was soll ich da die zwei mitschleppen? Und der Stack, der bleibt dann noch fürs nächste Mal. Gut gefüllt. Glowstones wollten wir mitnehmen. Gut, dass mir das jetzt noch einfällt. Kann weg. Na, da würde ich sagen, wenn dann ein Andersit. Und wieder nach oben. Hier von der Mitte, das sieht auch toll aus. Ja, in der Mitte überlege ich sogar, ob wir da wirklich nicht ein Glasdach lieber machen. Aber dann passenderweise violett.
damit es dann auch zu den anderen Dächern passt. Ja, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Da bin ich eh noch im Überlegen, ob dann Vollglas oder Glas gemischt mit Purple Bricks. So ganz sicher bin ich da auch noch nicht. Vorsicht, da geht's ganz tief runter, wo du gerade lang liefst. Ach komm, der kleine Ding da hätte ich übersprungen. Das schafft ja selbst noch meine Oma mit dem Krückstock. Ach Gott, jetzt haben wir hier ein Holz liegen. Oder auch nicht. Den da unten, den können wir jetzt gleich aufsammeln.